noch gesehen, zum Beispiel der marktbreite S&P 500 Index sackt ab auf den tiefsten Stand seit Mai, der Dow Jones auf den tiefsten Stand seit April. Sehen wir uns ein paar Einzelwerte an aus der ersten Börsenreihe. Die DZ Bank belässt die Allianz bei Kaufen. Fairer Wert sieht man hier bei 136 Euro, also alles beim Alten. Da war doch was, richtig. Der Weggang von Bill Gross bei PIMCO ist eingepreist. Da war die Aktie etwa 9% ins Minus gegangen. Und die Dividendenpolitik bleibt anlegerfreundlich. Das könnte dann so etwas für Rückenwind sorgen, vor allen Dingen dann zum Ende des Geschäftsjahres hin. Und ja, wir wollen uns natürlich diesen Wert hier etwas genauer anschauen, wie überhaupt die Finanztitel, die in dieser Woche einen kleinen Großkampftag erleben. Heute allein drei Banken aus den USA, die uns mit Quartalszahlen verwöhnen. Weiß man nicht, aber jetzt zunächst einmal bleiben wir bei der Allianz. Ich begrüße Andreas Deutsch vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Morgen. Allianz, Morgen, ja, Dividendenpolitik, sagt hier der Analyst, den wir gerade zitiert haben, ist das, was freundlich ist. Das Thema PIMCO scheint eingepreist zu sein. Ist das richtig? Also ich denke, dass das Thema PIMCO hier den Kurs nicht mehr nachhaltig nach unten drücken wird. Vor allem ist es ja auch so, dass man gar nicht sagen kann, wann jetzt da in den USA die Zinsen gesenkt werden. Es hieß ja auch gestern, dass es dann vielleicht auch dann später kommt, dass die Zinserhöhung dann etwas später kommt. Muss man jetzt mal abwarten. Und wenn sie dann kommt, dann wahrscheinlich marginal. Also jetzt da irgendwie von einer nachhaltigen Zinswende zu sprechen oder darüber zu spekulieren, das finde ich wirklich, dass man den Teufel da an die Wand malt. Und wenn die Zinsen niedrig bleiben, dann ist das natürlich auch ein gutes Umfeld dann für PIMCO. Und das ist ja auch so, dass die Total Return Fonds insgesamt natürlich Probleme haben, wenn die Zinsen steigen würden. Also hier wurde natürlich auch in den letzten Monaten Geld abgezogen, weil man eben befürchtet, dass die Zinsen dann nachhaltig steigen werden. Und es lief einfach nicht gut unter Bill Gross. Und dieser Abschied, der ist natürlich überraschend gekommen, aber so richtig weh tut er nicht. So mit Abstand kann man sagen, schauen wir mal, vielleicht macht sein Nachfolger besser. Was kann der denn da besser machen? Ich meine, letztendlich müsste man sich doch seitens der Allianz auch überlegen, weil dieses Thema PIMCO, das poppt ja immer wieder auf, ob man sich mal von so einem Standbein trennt. Naja, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es der Allianz hohe Profite gebracht hat über all die Jahre. Und also ich glaube jetzt nicht, dass die Allianz da wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, dass man PIMCO verkauft. Jetzt muss man erstmal abwarten, dass diese Mittelabflüsse da auch gestoppt werden. Also die nächsten Monate werden das zeigen. Also ich denke mal, dass dass PIMCO da auch weiter noch ein wichtiges Geschäftsfeld bei der Allianz bleibt. Und Teil 2 der Frage, was kann der Nachfolger besser machen? Naja, auf jeden Fall kann er dafür sorgen, dass jetzt das Vertrauen der Kunden zurückkehrt, dass diese hohen Mittelabflüsse wirklich gestoppt werden. Und ja, also renditemäßig denke ich schon, dass er da auf jeden Fall noch Luft nach oben hat. Und er kann natürlich auch dafür sorgen, dass diese, was man so gehört hat, dass diese persönlichen Streitigkeiten dann im Vorstand über Richtungswechsel, dass das passé ist, dass er dann wirklich sagt, okay, wir wollen jetzt Ruhe hier im Haus haben. Weil Bill Gross gilt ja auch als nicht der einfachste, um das mal salopp zu sagen, einfachste Mensch. Ja, vielleicht ist sein Nachfolger da ein bisschen ruhiger, vielleicht kehrt da Ruhe ein und das vielleicht schlägt sich das ja auf die Performance nieder. Sind ein paar, viele vielleicht, aber wie gesagt, man kann im Moment nur spekulieren, wie das da bei PIMCO weitergeht. Also ich bin da optimistisch. Dann sprechen wir über die Commerzbank, also die Nummer 2 hier in der deutschen Bankenwelt. Was tut sich hier Neues? Da müsste auch irgendwann mal Ruhe einkehren. Ja, bei der Commerzbank ist es natürlich anders als bei der Allianz, dass die Commerzbank jetzt nicht als Qualitätsaktie gilt. Die Allianz ist ja auch deswegen interessant wegen der hohen Dividendenrendite, das hatten Sie ja eben schon angesprochen. Weil Anleihen sind einfach hoch bewertet und dann schauen die Anleger dann irgendwann sich auf dem Aktienmarkt um und entdecken dann Werte mit einer hohen Dividendenrendite. Und da ist natürlich eine Allianz ganz vorne mit dabei mit einer Dividendenrendite von knapp 5%. Das hat die Commerzbank nicht zu bieten. Aber die Commerzbank hat eine interessante Turnaround-Geschichte zu bieten und natürlich auch immer diese Übernahmespekulationen, die da hochkochen, weil ja der Bund hier immer noch Großaktionär ist, irgendwann aussteigen muss. Ja, und dann ist die Frage, wer kauft die Commerzbank, zu welchem Preis? Es gibt ja dann ein paar Häuser in Europa, die da immer wieder genannt werden als Interessenten.
Santander zum Beispiel aus Spanien, die Rede da von einer Superbank. Also das ist auch hier noch ziemlich viel Spekulation. Klar ist aber auf jeden Fall auch, dass die Aktie sehr volatil ist und das auch bleiben wird. Wir hatten ja gestern dann wieder diese Erholung, heute auch wieder leicht im Plus. Aber das wird hier immer wieder hoch und runter gehen. Solange der Markt sich da nicht stabilisiert, ist die Commerzbank bei der Volatilität auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Jetzt hatten Sie gesagt, bei der Allianz, so dieses Attribut Qualitätstitel bei der Commerzbank, was gibt die für ein Attribut? Zockertitel oder irgendwie Diskussionstitel? Diskussionstitel ist gut, ja. Ja, damit kann ich mich anfreunden, ja. Gut, das war jetzt mein Vorschlag. Vielleicht haben Sie noch eine andere Idee, aber bleiben wir bei Diskussionstitel. Ja, auf jeden Fall ist es ja eine Aktie mit einer Menge Fantasie. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir haben hier wie bei der Allianz eine schöne Dividendenpolitik. Das Geschäftsmodell ist klar einsehbar. Bei der Commerzbank ist einfach viel im Wagen und natürlich auch die Hoffnung darauf, dass die Non-Core-Assets dann auch langfristig dann mal wirklich abgebaut werden, ohne dass viel Rendite wegbricht. Es sind hier auch viele Events drin. Das hat den Kurs ja auch lange nach oben getrieben. Und dann auch dieses Niveau erreicht, wo man dann auch gesagt hat, so, jetzt ist mal gut, jetzt müsste da auch mal wieder die Luft etwas entweichen. Aber ich halte die Commerzbank-Aktie für mutige Anleger auf jeden Fall für einen Kauf. Wie gesagt, auch wegen der Übernahmefantasie. Und ich denke mal dann so mittel- bis langfristig sind dann so Kurse 14 Euro vielleicht drüber dann auch realistisch. Aber im Moment, wo der Markt ja wirklich sehr angeschlagen ist, wird die Volatilität auf jeden Fall hoch bleiben. Im Markt und bei der Commerzbank-Aktie da sowieso. Diskussionswürdiger volatiler Titel für risikobreite Anleger, nennen wir sie so. Danke, sehr schön, Herr Deutsch. Sehr gerne.